So, und da sind wir schon im letzten Lauf und in der Mitte hat sich Daphne Skippers schon abgesetzt. Dahinter ganz zurückgelegen Tatjana Czernova. Aber es geht einmal um die Zeit, die Skippers hier hinlegen wird. Im Vorjahr Meeting-Rekord in 22:73. Was läuft sie diesmal? 23:09. Wieder ganz, ganz ausgezeichnet, aber knapp über der 23er Marke. Und das wird eine ganz, ganz knappe Sache um die Halbzeitführung. Und ich kann Ihnen schon sagen, das wird vielleicht auch morgen dann ein packendes Duell der beiden Jungstars, wenn ich sie so nennen darf, Daphne Skippers und Bree Entheisen gegen Tatjana. Denn die Russin dürfen wir noch nicht abschreiben. Ganz innen läuft Sarah Art, seine schnelle Läuferin, dann Daphne Skippers, in der Mitte Tatjana Czernova, Hanna Melnitschenko und außen die Schweizerin Ellen Sprunger mit guten 24:01. Ihr Zweite geworden. 24:31 die Zeit von Czernova. Die bleibt deutlich über ihren Möglichkeiten. Und das ist es auch, was den morgigen Tag so spannend machen wird. Denn Czernova ist immer noch am Papier die Top-Favoritin. Aber sie lässt bei jeder Disziplin wichtige Punkte liegen. Und das kann auch morgen so weitergehen.